Aufrichten hat auch was mit Aufrichtigkeit zu tun. Und Sie sehen an der Körperhaltung einer Person, ob sie viel Last trägt, ob sie gebrochen wurde durch das Schicksal. Wir verkörpern unsere Biografien. Und manche haben Sorgenfalten im Gesicht und andere, die eine gesündere, salutogenere Form haben, mit Sorgen umzugehen, nämlich mit Vertrauen, Gottvertrauen, die haben das nicht. Und ich denke, in einer Zeit, wo Glaube verächtlich gemacht wird, und der Satz, Glauben heißt nichts wissen, so leicht von den Lippen geht, merken wir, dass Glaube überhaupt nicht verstanden wird als das, was es ist. Denn Glauben ist nicht Glauben, wie jemand erzählt, man schmäht, der Heiratsschwindel und ich glaube alles. Glauben ist ein ganz tiefes Wissen, wo ich einfach weiß, das ist so und die Geschichte gibt mir recht, weil nach einiger Zeit kommt der Beweis, dass ich es richtig gespürt habe. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie wissen, denken und als Gegensatz dazu das Fühlen, das emotionale Fühlen, hängt mit der Wortwahl zusammen, die ich meiner Emotion gebe. Die Emotion ist immer wahr. Der Name des Gefühls nicht. Der kann Herrschaft der Welt sein. Und ich nenne das den Fluch des Kreuzworträtsels. Beim Kreuzworträtsel haben Sie, was für sich da steht, Wut und dann sind 4 Buchstaben. Dann können Sie sich aussuchen, ob Sie rasch schreiben oder Ärger oder was weiß ich. Ich weiß nicht jetzt, was alles gibt. Ich bin schlecht. Ja. Ich bin eine bekennende Legasthenikerin und Diskalkulatorin. Ich sage immer, meine Hände können recht schreiben. Umgekehrt, mein Hirn kann recht schreiben, meine Hände können es nicht, weil ich korrigiere mich eh selber gleich, wenn ich umstelle. Deswegen, Herr Blütelfelder, war ich froh, dass Sie mir die Flipchart weggenommen haben, weil wenn ich sonst irgendetwas aufschreiben müsste oder täte oder wollte, dann würde ich mich blamieren, wenn ich dann statt IE schreibe oder ähnliches. Das heißt, also Kreuzworträtsel, Sie werden verlockt, falsche Worte einzusetzen, wo es einen großen Unterschied gibt. Ja? Weil Rage ist nicht Amok zum Beispiel, ist nicht Wut, ist nicht Zorn, ja? Sind alles unterschiedliche Gefühle und Verhaltensweisen. Und das sagt dann aber niemand. Ja? Man sieht es dank der Computertomographie, weil andere Gehirnpartien aktiv sind.